Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein weiterer Part von meinem Let's Play von Terraria. Und letztes Mal sind wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo genau wir stehen geblieben sind, das ist schon ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor, mir hier ein bisschen Eisen zu suchen und das mache ich, indem ich hier nochmal runtergehe in die tiefe, gewagte Höhle, wo uns Wasser bisher schon deutlich im Wege stande, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Fackel platzieren, Wasser abtreiben lassen, aber immer nur ein bisschen, ne? Muss ja natürlich da ganz, ganz behutsam vorgehen. Oh, jetzt muss ich das alles hier wieder wegmachen, das ist so eine Heidenarbeit. Das glaubt man erst gar nicht. So, zwischendurch noch Luft holen. Muss ja auch sein, leider, ja. Block für Block für Block. Irgendwas ist da gerade gestorben, glaube ich. Es gab so ein Geräusch, dass irgendwas da krepiert ist. Aber wie viel soll ich denn dann noch wegbuddeln, ey? Ich kann ja hier mal oben eine Fackel platzieren. Das ist schon mal sehr gut. Ah, dann sehe ich auch das viel, viel besser, wie ich das wegbuddeln soll. Und ich kann hier jetzt auch Luft holen. Wobei das nicht ganz so schnell geht, aber das ist ja nebensächlich. So viel Wasser. Ah, das Wasser ist hier ganz schön nervig. Ist einfach nur nervig. So. Lufti, Lufti. Wer braucht denn schon Luft? Ich erinnere mal an diese eine SpongeBob-Folge da. Wo SpongeBob meinte, er braucht auch kein Wasser. Und bei uns ist es genau andersrum, nur dass wir eben halt Luft brauchen anstatt Wasser. So. Ist da oben denn irgendein schönes Erz? Sieht schon stark danach aus. Springen wir doch mal gleich hin. Oh. Hey. Lass dich wegbuddeln. Lass dich wegbuddeln. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Puh. Geh weg. So. Genauso wollte ich das haben. Jetzt langsam aber sicher dahin. Ich glaube, das ist Kupfer, was uns da erwartet. Oh. Soll hier auch schön aussehen. Oh, und das hier ist Eisen. Okay, das ist geil. Das ist schon mal extrem geil. Ich dachte, das wäre Stein. Ja, Zufälle gibt's. Die sind schon mal sehr gut. Aber das ist auch nur Stein, ne? Das da unten. Ich glaube schon. Ah, vorne erkennt man den Unterschied. Das ist ein bisschen dunkler und glitzernd mehr. Und das hier ist... Ja, das war jetzt Stein, was ich gerade zum Schluss da abgebaut habe. Oder diesen einen Block da. Okay, das ist schon mal sehr praktisch, weil ich hatte ja vor... Genau, aus dem Bundeswort. In die Corruption zu gehen. Und dafür brauche ich eben halt ein bisschen bessere Ausrüstung. Ich werde mir wahrscheinlich erstmal ja eine Kupferrüstung machen und ein Eisenschwert und einen Bogen wahrscheinlich. Das ist, denke ich, doch mal so. Also wenn ich das dann habe, wird das dann bestimmt ganz schön werden. Da da da. Noch ein bisschen was weg. Nanu, wieso ist denn das da so pechschwarz? Das verstehe ich nicht ganz. Egal. So. Jetzt kann man es hier auch in der Pfütze weiter runtergraben. Das wollen wir aber gar nicht. Deswegen lassen wir das jetzt einfach hier erstmal alles wegfließen. Ja, wir haben es geschafft. Oh, wir haben auch nicht mehr viele von den Dingern. Das ist ein Problem. Holz haben wir nur diese Wooden Wall im Hintergrund immer. Deswegen müssen wir nochmal kurz hoch, Bäume fällen und dann nochmal, ja, ein paar, wie nennt man die nochmal? Querstangen oder wie auch immer. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Ein paar zumindest. So. Soll hier zur Seite noch alles schön abgeriegelt sein, nicht, dass da irgendwie wieder Monster spawnen und dann die uns in den Gang reinfallen, weil das ist, naja, eher weniger gut. Um genau zu sein, ist es sogar das Gegenteil, das ist schlecht. Was, aber das Gegenteil für gut ist doch böse. So. Lass ich hoch, danke. Ja, der Weg hier, die Treppe hier, die finde ich auch noch ein bisschen krüppelig, aber dagegen kann ich erstmal, also kann und will ich erstmal nichts gegen machen. Lassen wir das erstmal so stehen. Aber was ich auch mal machen könnte, ist, ich mir mal...
Wo sind denn die Dinger, die ich suche? Ach, Moment, ich kann ja erstmal hier noch... Genau, das hier war ja die wertvolle Kiste. Stimmt, ich erinnere mich an meine Ordnung. Was ist das denn? Black Lens. Dafür kann ich dir mal diese scheiß Blume raustun, die braucht sowieso keiner. Silver Coin. Und ich habe auch schon ein Goldstück. Interessant, interessant. So, da kommt das rein. Und habe ich noch keine Baumsetzlinge? Bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. So. Copper Bar. Oh. Iron Bar. Wobei, ich würde gerne noch lieber eine Kiste machen. Ich weiß nicht, ob man dafür Eisenbarren braucht oder eben halt... Hallo Schleim. Oder eben halt Eisenerz. Wobei, ja, das klingt eigentlich sehr unrealistisch, dass man Eisenerz braucht. Egal, fällen wir erstmal ein paar Bäume. Ja, man merkt, diesmal habe ich auch ein bisschen vorhin informiert, ein bisschen einen Plan geschmiedet, so was ich alles in dieser Aufnahme erreichen will. Und ich versuche das jetzt auch dementsprechend umzusetzen. So, lass dich fällen, danke. Oh, dann ist der Hase wieder. Der Osterhase. Ja. Ich will die Eier des Osterhasen. That's what she said. Komm her. Aua. Ich bin auch eine Frau und Frauen schlägt man nicht. Ja, ja, der großartige Fail am Anfang. Ganz am Anfang des Let's Plays hier. Ich habe eine Frau erstellt. Ja, sowas passiert, wenn man Noobs an ein Terraria ranlässt. Es entsteht eine Frau. Wobei, das klingt sehr sexistisch. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich sexistisch bin. So, wie viele Bäume brauchen wir denn so? Sagen wir mal noch den Baum jetzt und noch den hier. Und dann reicht das auch fürs Erste. Ja, doch, ungefähr 100 Holz. Das müsste eigentlich genug sein. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso ich keine Setzlinge bekomme. Also diese komischen Nüsse. Sind das Setzlinge? Weiß ich gar nicht genau. Die sehen aus wie Nüsse. So wie, ja, hier. Wie heißt nochmal die Nüsse, die Einhörnchen immer nehmen? Ach, diese Nüsse eben halt, ne? Und ich habe davon jetzt noch keinen gesehen und auch noch keinen bekommen. Warte, jetzt wird erstmal eine Kiste gemacht. Genau, da. Nein, 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 nicht so hoch. Hey, hey, hey. Dummes Spiel. Interessant. Ja, doch, zwei Kisten. Ich habe das lieber ein bisschen geordneter. Geordneter? Geordneter. Wie ein Ordner. Ach, jetzt kann ich das oben nicht treffen, ey. Das ist doch lächerlich. So. Nee, ich mach den Aufgang jetzt mal lieber in meine Ecke rein. Oho, da ist ja ein Stern. Die müssen wir uns gleich mal holen. Oh, die Musik ist gerade ein bisschen laut auf meinem Ohr. Ich habe mein Headset ein bisschen zu laut eingestellt. So, das noch weg, das noch weg, das noch weg. Jetzt kommen die Planken dahin. Drei Stück. Drei Stück müssten eigentlich reichen, um den mal hochzuspringen. So, dann ist die erste Etage jetzt eben halt ganz besonders. Sternchen holen. Und wieder verdrücken. Haha. Ich hab euch ausgetrickst. So. Dann müsst ihr erstmal hier die Grundstruktur des Hauses machen. Oh, ja. Ich bin ein begnadeter Künstler und begnadeter Bauer. Du Bauer. So, von der Höhe reicht das ja auch nicht so. Also eigentlich höher müsste ja so ein Stockwerk nicht sein. So. Ist jetzt halt nur die Frage, ist dieser Knöppel hier genau in der Mitte, also da, wo die beiden Fackeln dran sind. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, ich messe das mal aus. Ah, nee. So ist falsch. Mache ich das mal mit Dirtblöcken. So, genau. Das war das schon mal. Dann da. Auf der linken Seite sind drei und auf der rechten Seite sind... Geh weg. Auch drei. Oh. Muss ich mich hier so oft verbauen? Ja, ist genau die Mitte. Perfecto momento. Deswegen bauen wir das jetzt auch mal hier dementsprechend weiter. Soll ja alles hier symmetrisch werden. Wobei, in diesem Sinne könnte ich ja eigentlich auch
den hier machen. 1, 2, 3. So, und dann mache ich da jetzt wieder die Planken hin.